Das Center of Smart Interfaces widmet sich der Erforschung von Prozessen an Grenzflächen. So untersucht die Arbeitsgruppe reaktive Strömungen und Messtechnik, Verbrennungsvorgänge mit dem langfristigen Ziel, die Motoren und Turbinen der Zukunft mit intelligenten Oberflächen auszustatten. Ich würde die Forschung, die wir betreiben, als anwendungsorientierte Grundlagenforschung bezeichnen. Das Ziel ist nicht, dass wir Technologieentwicklung machen. Das ist die Aufgabe aus unserer Sicht von den Entwicklern. Unser Anspruch ist, dass wir Methoden entwickeln, mit denen wir in diese Prozesse reinschauen können oder diese Prozesse beschreiben können und damit ein Verständnis über die Prozesse gewinnen. Es gilt, Methoden zu entwickeln, um die extrem schnellen und komplexen Vorgänge in einem laufenden Kolbenmotor verfolgen zu können. Eine interdisziplinäre Aufgabenstellung, bei der Chemiker und Physiker, Mathematiker und Maschinenbauer eng zusammenarbeiten. Was uns interessiert, sind aus der Grundlagensicht die Wechselwirkung zwischen physikalischen Prozessen und chemischen Prozessen. Das bedeutet also, physikalische Prozesse sind Transportprozesse, Mischungsprozesse, die sehr stark durch Turbulenz beeinflusst werden. Chemische Prozesse sind die chemischen Reaktionen, die Verbrennungsreaktionen. Wichtig in diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass es eine starke Kopplung zwischen den chemischen und physikalischen Prozessen gibt. Den komplexen Vorgängen bei der Verbrennung in technischen Systemen nähern sich die Forscher schrittweise. Ein einfaches Modellsystem, eine offene Flamme, noch ohne Kontakt mit einer Wand. Welche Strömungsverhältnisse herrschen in der Flamme? Welche chemischen Vorgänge spielen sich in den unterschiedlichen Verbrennungszonen ab? Wie wirken sich diese wiederum auf die Strömungen aus? Eine technologische und methodische Herausforderung. Die Verbrennungsvorgänge müssen räumlich wie auch zeitlich hoch aufgelöst verfolgt werden. Unter Verwendung von laserbasierten Messmethoden werden Temperaturen, chemische Zusammensetzung und Strömungsfelder gemessen, ohne die Vorgänge in der Flamme selbst zu stören. Für Diplomanten, Doktoranden und Nachwuchswissenschaftler eine außergewöhnliche Gelegenheit für praxisnahe Forschung, die Antworten auf industrielle Fragestellungen gibt. Mit dieser Technik an diesem Prüfstand hier messen wir im Einzelschuss, also sprich bei jedem Puls des Lasers, instantan entlang einer Linie das Skalarfeld, was in diesem Fall die Temperatur und alle Hauptspezieskonzentrationen umfasst. Lasermesstechnik hat vor allem den Vorteil, dass sie eben berührungsfrei, also nicht invasiv ist. Das heißt, wir können Werte in der Flamme messen, ohne die Flamme dabei zu beeinflussen. Und das können sie mit vielen anderen Messtechniken nicht. Dazu kommt eine hohe zeitliche und räumliche Auflösung. Der gepulste Laser erlaubt Schnappschüsse der Flamme. Je nach Experiment werden mehrere Laser gleichzeitig eingesetzt, um so unterschiedliche Parameter simultan zu messen. Hier die Wechselwirkung der Flamme mit einer Edelstahlwand. Aus den Messdaten erhalten die Forscher sowohl Informationen über die Temperatur der Wandoberfläche als auch der Gasphase innerhalb der Grenzschicht. Wo kommt es zu Hitzeverlusten über die Wand und zu unvollständiger Verbrennung? Das detaillierte Verständnis der Flamme-Wand-Wechselwirkung ist entscheidend für die Optimierung technischer Verbrennungsvorgänge, für höhere Wirkungsgrade und geringere Schadstoffemissionen. Der nächste Schritt ist, dass wir diese Austauschprozesse beeinflussen über passive Oberflächen. Das können Oberflächenstrukturierungen sein, das können spezielle Beschichtungen sein, die zum Beispiel katalytisch aktiv sind und damit gezielt Reaktionen beeinflussen. Der letzte Schritt, der sicherlich noch in der Zukunft oder in der ferneren Zukunft liegt, ist, dass wir auch die Austauschprozesse aktiv beeinflussen wollen. Ideen dafür haben wir entwickelt. Möglichkeiten sehen wir darin, zum Beispiel in Oberflächennähe Plasmen zu generieren, die zusätzliche radikalische oder chemisch reaktive Spezies bereitstellen und somit das Brennen einer Flamme näher an Wände zum Beispiel ermöglicht. Am CSI forschen Ingenieure Hand in Hand mit Chemikern und Materialwissenschaftlern, um die inneren Wände von Verbrennungsräumen mit extrem dünnen, physikalisch und chemisch genau definierten Schichten zu belegen. Beispielsweise mit katalytisch aktiven Materialien wie Platin oder Palladium, die die Verbrennungsvorgänge im Zylinderraum optimieren. Motoren und Turbinen der nächsten Generation könnten mit solch chemisch aktiven Schichten ausgestattet sein, um den Treibstoff effizienter zu nutzen
und die immer strenger werdenden Abgasnormen zu erfüllen. Der Praxis am nächsten kommt der gläserne Motor. Teile des Zylinders und auch der Kolben sind aus Quarzglas gebaut. Sie erlauben den Blick ins Innere des laufenden Motors. We want to look at how flow varies from cycle to cycle and then when how this can affect the ignition process. Once we have the ignition, we can look at fuel concentration, where the fuel lies in the combustion chamber and what's best optimized to look at the ignition process and further combustion. Once we have ignition and combustion, we can also look at flame front tracking and we can actually track the flame front growth and also relate this to the flow field itself, whether we have strong flow fields that can extinguish a flame kernel that's growing or whether this can help promote a certain type of combustion. Der Einzylindermotor läuft mit 800 Umdrehungen in der Minute. Bei unterschiedlichen Zündzeitpunkten mit unterschiedlichen Treibstoffgemischen, mal fett, mal mager. Die Lasermesstechnik, die an Modellsystemen entwickelt wurde, kommt jetzt zum Einsatz. Hochauflösende Digitalkameras zeigen die Strömungsverhältnisse und chemischen Vorgänge im Detail. We also want to look at temperature measurements inside the engine to look at how efficient is the combustion process and how much are we able to actually burn, what are the heat losses to the engine itself. All this information is very important for numerical simulation as well, in which they try and use numerical analysis to predict the combustion process or the flow field pattern inside the engine. Die numerische Simulation ist heute unentbehrliches Werkzeug der Motorenentwickler und wird auch in Zukunft für die Entwicklung moderner, effektiver Brennverfahren weiter an Bedeutung zunehmen. Umso wichtiger ist es, die Computermodellierung anhand experimenteller Daten zu validieren. Daten, wie sie hier am CSI gewonnen werden.